Herr Konzert, Sie sind heute auch hier bei der Demonstrationszug der Lehrer gegen die geplanten Bildungsmaßnahmen, gegen das geplante Bildungspaket. Warum sind Sie denn wirklich heute hier genau? Was stört Sie daran und vor allem, was denken Sie auch, kann dieser Protestzug heute bewirken? Ich bin da, weil ich mich dagegen wehren möchte, dass wir 2 Stunden mehr arbeiten müssen zum selben Gehalt. Ich glaube sehr wohl, dass dieser Protest eine Wirkung haben wird. Wenn wir geschlossen dagegen auftreten, dann könnt ihr mir vorstellen, und ich glaube daran, dass wir diese Maßnahmen zu Fall bringen werden. Weshalb ich da bin, ist klar. Ich solidarisiere mich voll mit den Lehrern natürlich. Bin absolut dagegen, dass verlangt wird, dass Lehrpersonen 2 Stunden mehr Unterricht zu halten haben. Wie schon gesagt wurde, wird das nicht den Kindern zugutekommen, nicht den Schülern zugutekommen. Das ist eine reine Einsparungskampagne. Wobei ich nicht nur unserer Bildungsministerin die Schuld daran gebe, sondern eben auch dem Finanzminister und eben dieser ÖVP-Riege, die schon wieder einbremst. Denn das hat nichts mit Bildung zu tun, was hier gemacht wird, rein nur mit Einsparung. Also grundsätzlich bin ich hier, weil ich mich dagegen ausspreche, dass, wie es der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst für Vorarlberg gesagt hatte, dass der Bevölkerung ein Sparpaket von 560 Millionen Euro als Bildungsreform verkauft wird. Und deswegen wende ich mich gegen diese Stundenerhöhung, also die Lehrverpflichtungserhöhung, weil in keiner Weise den Schülern zugutekommt und auch der Schule überhaupt nichts bringt, sondern im Gegenteil einfach den Lehrer mehr Arbeit bringt und dem entgegen, also genau ein Gegenteil bewirkt, dass nämlich die Schule darunter leidet und die Qualität der Bildung. Und dagegen wehre ich mich. Es wird auch sonst vom Staat sehr viel Geld für diverse Aktivitäten momentan zur Verfügung stehen. Ein Milliardenpaket dort, ein Milliardenpaket da, hier. Und die Unterrichtsministerin hat offensichtlich schlecht verhandelt mit dem Finanzminister, ist nicht in der Lage, ihr eigenes Budget zustande zu bringen, damit sie die Lehrer, so wie es einfach vorgesehen ist, zu bezahlen. Und dann wird auf dem, statt dass sie noch einmal mit dem Finanzminister verhandelt, der das Geld zur Verfügung stellen muss, für einfach, das sind ja keine Reformen, das ist nur das Gehalt, das hier geht, mit dem wird nicht mehr verhandelt, sondern die Lehrer müssen das einsparen. Und das sehe ich nicht ein, bringt gar niemandem etwas. Und das möchte ich, dass das heute auch der Bevölkerung und der Öffentlichkeit hier noch einmal kundgetan wird. Ich bin da, weil ich denke, für uns Lehrern verlangt man immer, dass wir irrsinnig gut vorbereitet sind. Aber die Regierung, oder besser gesagt die Frau Schmidt, scheint das nicht zu sein. Also wird sehr oft regiert und agiert, ohne zu reflektieren. Und das regt mich wahnsinnig auf. Und ich denke, sie wird einfach merken, man kann nicht einfach so irgendetwas in die Welt setzen und dann denken, so es funktioniert ohne Widerstand. Und darum bin ich da, um Widerstand zu leisten. Warum sind Sie denn so dagegen, 2 Stunden mehr zu arbeiten? Das klingt ja auf den ersten Blick nicht viel. Ich habe an sich nichts dagegen, dass wir länger in den Klassen stehen bleiben. Ich hätte beispielsweise auch nichts dagegen, wenn die Unterrichtsstunde von 50 auf 55 Minuten erhöht werden würde und wir wirklich dadurch 10% länger in den Klassen stehen. Es geht hier um was anderes. Es geht hier nicht um die Verbesserung des Unterrichts, sondern es geht hier einfach darum zu sparen, dass einfach mehr gearbeitet werden soll. Tatsächlich würde dadurch die Qualität des Unterrichts verschlechtert werden. Und es werden hier 2 Sachen miteinander vermischt und das ist vollkommen unzulässig in der Argumentation. Glauben Sie, dass solche Aktionen wirklich auch was bringen in den Verhandlungen? Ganz sicher. Sonst wären wir nicht hier.